war. Nein, nicht gemein sein. Vielleicht ein bisschen, dass es nochmal steht, weil das war schon mal da gestanden. Tolle Geburtstagsparty. Okay, manche fanden es sogar toll. Und Milan macht sich wieder an Tamara ran. Das wird hoffentlich bald was. Noch nicht. Jetzt wird erstmal gegessen. Zimmer zu viert. Ja. Was für eine Party, hey. Vielleicht sollte ich mal die Kerze ausblasen. Milan Streicher feiert Geburtstag. Vielleicht ein bisschen zu spät gemacht. Wartet er noch, bis sie auch da ist? Ja. Alles Gute, Wieland! Wenigstens zwei sind noch geblieben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Wieland ist nun ein reifer und verantwortungsbewusster Erwachsener. Naja, wenigstens meistens. Er sollte sich langsam Gedanken über seine Karriere und Familienplanung machen, solange noch genug Zeit bleibt. Milan Streicher hat sich vom Joch der Kindheit und der zeitweise ziemlich grauenhaften Teenagerjahre befreit. Das Erwachsensein ist selbst eine Erinnerung, als auch die Lizenz für weitere Erinnerungen. Okay, jetzt sind die anderen auch weg. Jetzt will Wieland tanzen? Nein. Wieland, du musst warten, bis Tamara gegessen hat. Sie wollte auch mal was vom Kuchen. Und sie räumt wenigstens auf. Das ist die richtige Frau für dich, Wieland. Ja. Kannst du ihr eigentlich mal helfen? Sei mal so toll. Wo ist denn herbeirufen? Okay, die kommt eh schon her. Die will jetzt nicht exakt hier tanzen. Neben dem Waschbecken. Mitten in der Pfütze. Ja, die passen zusammen. Einwandfrei. Okay, ich glaube, sie will es gerade nicht. Ist auch verständlich. Lassen wir sie mal kurz. Was will er jetzt? Nein, du schnaust jetzt nichts. Okay. Oh nee, die nächste, die vor dem Spiegel spielt. Ja. Yeah. Die Schüler haben... Ah, okay. Ja, habe ich vergessen. Kann hier nichts dran ändern. Natürlich, jetzt wissen alle Leute erst, dass er Geburtstag hat. Ja, ich glaube, das wird jetzt noch nicht klappen. Aber das wird schon noch. Ich glaube, da muss die Laune einfach viel besser sein. Ich glaube, ich räume dann in der Früh auf. Thank you.
Ja, noch steht nichts. Aber ich glaube, jetzt ist langsam auch Zeit. Ach, weißt du was, das räume ich jetzt auf. Ja, eine gelungene Party. Ach, weißt du was, ich schlaf dann auf dem Sofa. Dann ist Wielands Laune auch wieder besser. Ja, okay, ja, er hat nur ein Nickerchen gemacht. Das wird nicht ganz reichen. Schauen wir einfach mal. Ach, weißt du was? Wieland ist zwar noch nicht mit dir zusammen, aber sie hat damit kein Problem, das Bett zu teilen. Um 7 Uhr wäre ausgeruht. Bisschen doof, weil bald der Wecker klingelt. Also müsst ihr jetzt aufstehen. So, solange sie da ist, machen wir alles mal ein bisschen sauber. Die Feier von Wieland ist ganz gut verlaufen. Die Gäste sind froh, dass sie dabei waren. Und hier schaut's aus. Ja, ist gut. Das wird ein Katastrophentag. Aha. Kann er zumindest noch... Warte. Das muss jetzt sein. Muss er sich schnell in den Kuchen reinpfeifen. Geht es nicht anders? Ja, ja, düdüt. Jetzt kann er. Zwar nicht die beste Laune, aber... Ja, sind auch nur 20 Tage bis Saltung, dann ist er alt. Glückwunsch, Wieland hat für die Fähigkeit Charisma soeben Level 4 erreicht. Nice. Nice, nice. Ah, und jetzt brauchen wir 3 Freunde für den nächsten Fähigkeiten-Level. Das kriegen wir hin und das nächste wird wahrscheinlich dann 4 Freunde sein. Dann schauen wir ja gleich, dass wir 4 Freunde... haben. Was? Ah, ich dachte mal gerade. Schwebt da ein Buch in der Luft, aber. Ein Tourist. Jean-Claude, leider nicht Jean-Claude Van Damme. Liest was? Nudeln mit Sauerkraut. Oh Gott, der. Der fliegt gleich um, sobald er rausgeht. Mhm. Der wird es, glaube ich, nicht mal mehr ins Bett schaffen. Ich glaube nicht. Aber vielleicht schafft er es noch ins Bett. Wieland, du schaffst es. Sei stark. Okay, gleich rein, gleich rein. Schnell. So, geschafft, Wieland. So, jetzt können wir weg. 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 Naja, haben wir zumindest ein bisschen Geld wieder. Das lasse ich jetzt auch da. Das war jetzt halt nur für die Party. Ja, und um 2 ist natürlich ausgeruht. Das ist doof. Also müssen wir ihn kurz mal wecken. Warte mal. Erst einmal Tamara anruft. Dass der Spaß hier ein bisschen steigt. Und dann ist wichtig, dass er was isst. Ja, Spaß ist schon ein bisschen gestiegen. Verdammtes Essen rausräumen. Ja, reparieren. Aufwischen. Und dann darf er schlafen.
Aber es ist dann eh Samstag. Also alles halb so wild. Sehr schön. Geschicklichkeit Level 3. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen Handwerker brauchen. Sei ja, Wieland wird der Handwerker-King. Gut, jetzt darf er schlafen. Um 7 Uhr vollkommen ausgeruht. Ja, verliebt umarmen, etwas verbessern von mir aus. Ja, ich hätte hier mir das mit der Party holen können, dann wäre die auf jeden Fall der Hammer gewesen. Ja, manche fanden es ja toll. Warte mal, kann ich jetzt normalerweise... Gut, jetzt kann ich auch die Anlage verkaufen. Brauche ich ja nicht mehr. Wenn er dann aufgestanden ist, auf jeden Fall was essen. Ganz dringend. Duschen, Klo, Fernsehen schauen. Dann gehen wir mal zur Tamara und hoffen mal, dass es jetzt was wird. Frag mich gerade, ob das ausreicht. Ach, lass mal noch ein bisschen pennen. Was? Klingeling? Ist aber nicht der Eiermann. Warte mal, das ist doch... Ja. Ich hätte Wecker ausstellen sollen, aber ist ja wurscht. Er ist eher ausgeschlafen. Außerstellen Müsli rein. Säubern. Entstopfen. Ah, so viel zu tun. Säubern. Ach, selbst reinigen wäre gar nicht schlecht. So, hau das rein. Hast viel zu tun, Wieland. Wird schon jetzt nichts kaputt gehen. Sehr schön machst du es. Ich will endlich sehen, wie er sich auf den Daumen schlägt. Es ist unfair, dass man es nicht sieht. So, jetzt schaut's gut aus. Wobei, Fernsehschauen müssen wir gar nicht. Aber die Pfütze aufwischen. Ach komm. Reste essen, Hotdog. Hotdogs, warte mal. Nein, 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 keine Lebensmittelvergiftung. Das wäre jetzt keine gute Idee. Hä? Hä? Achso, da war noch, stimmt. Wer bimmelt jetzt schon wieder? Nein. Geh mal ans Handy. Ach, passt. Sie will plaudern. Ich hoffe, dann ist sie auch daheim, weil dann schauen wir mal kurz rüber. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Dann sei mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder.